Okay, der letzte Satz. Wie mein Ding funktioniert, ich weiß ja nicht. Aber diese Prozentanzeige ist tatsächlich Anzeige, wie lebendig die Leute anscheinend sind. Dahin, da gibt es Draht. Den will ich noch haben. War doch gerade nicht die Krähe, den Draht. Ich dachte dadurch, nein. Dann habe ich Straße. Ich weiß zwar noch nicht wofür. Ah, den lege ich auf die Straße. Die lege ich auf die Straße, wenn. Oh, der Knirps ist aber nicht mehr lebendig. Oder wenn da jetzt jemand langfährt, der fährt durch Stacheldraht. Jetzt halt der Doktor wäre halt praktisch, wenn er da drüber gefahren wäre. Ich glaube, ich krieg den aber anders bestimmt. Ich kann ihn ja nochmal rufen, dass er hinten hinfährt. Genau, mal gucken. Vielleicht kann ich es ja trotzdem triggern. Dass er die kleine Ärger kriegt oder so. Wieso laufe ich als? Ist jetzt halt doof, dass der Junge schon in die Höhe ist. So kriege ich das nicht mehr getriggert. Er ist doch gar nicht da. Er ist doch vor Gericht wahrscheinlich. Sieht so aus? Keiner da. Okay. Dann halt später. Jetzt müssen wir nochmal zur Kirche. Von hier nicht möglich. Hier zu nah am Haus dran wahrscheinlich. Kirche. Muss ich das Ding jetzt mal da oben runterschmeißen? Es hat doch irgendwie keinem aufgefallen, dass die Kreuze falsch rumhängen. Oder denken sie, ja, jemand anders macht das schon. Wenn sich das jeder denkt, macht es keiner. Es sind aber sehr verdammt viele Krähen hier in der Kirche, ich weiß auch nicht. Schraubenlocker. Hier ist doch einfach umdrehen, oder? Es fällt einfach fast jemand auf den Kopf. Oh, ist ja eh bald auf den Punkt gefallen. Das ist unser Detektivfreund. Nee, ist ja nicht so schlimm. Bis jetzt war er auch noch nie sonderlich hilfreich momentan. Er schickt uns so von A nach B nach C. Seems like you done good. Something. Starting to rain. You think we should go in? I would think twice about this. You again? Maybe you should mind your own business. You know, it doesn't have to be like this. It doesn't always have to be this cliched thing about the good versus the bad. There's still a chance for you both. Even the most difficult sins can be repaid. Be careful, Lucius. This guy's got some tricks up his sleeve. This is most likely a ploy. Bis jetzt gefällt mir Gabriel am besten. I understand your pain, Jack. Having your doubts about the Lord. Difficulties trusting him again. You will have to understand that sometimes some things cannot be helped. Not everything that happens is his will. You were easily chosen to shepherd this boy. Are you really so blind that you cannot see how it was all decided for you long ago? Das war alles ein großer Plan. Natürlich. Wer hat hier gerade über Klischees gesprochen? He does carry the seed of the demon in him, but not all of him is purely evil. There's some things they overlooked about his mother's family. Anyway, you already know there could be a place up there for you. Schon. Imagine the irony. Devil's son ends up in heaven. Schon irgendwo lustig, hat er recht.
It's not your fault, man. Lull. Ah, er gibt den Sohn weg, insamt dem Auto. Was da passiert? Ja, das war seltsam. Sah mehr so aus, als hätte er seinen eigenen Sohn umgebracht, mal ganz ehrlich. Fuck. Stay away from that guy. He's just trying to trick us into the games of this biblical bullshit. We know what we need to do here. Ja, ich weiß schon. Let's find a way to make this happen without bringing total chaos. Ich gehe schon mal vor, diskutier du mal weiter. Okay, bis die abgelenkt sind. War hier schon irgendwas? Kill them all, ja. Hat jemand gebellt? Ah ja, den Pfannenwender mitgenommen. Nehmen wir auch mal mit in die Kirche. Den Pfannenwender. Ja, der ist auch da, der komische. Ist er da hinten? Ich habe keine Ahnung, wer bist du denn? Ach, du bist der Koch aus dem Restaurant. Dem Diner oder so was. Der Gott ist häufig, ich muss meine Kräfte einsetzen, um es zu beschädigen. Kann ich irgendwas werfen? Ja, Alkohol. Ja, man kann ja nicht. Ups, ich drücke als Q. Ich würde die Tasten. Ich kann nicht von oben mal runterwerfen oder so. Auch vielleicht auch nicht so gut, wenn mich jeder sehen kann, wenn ich irgendwas tue. Wo in der Kirche vielleicht auch egal. Ja, fühle ich. Oder okay, dann geht ihr auf den Keks. Der mobbt mich. Der Mann von der Kirche mobbt mich. Das kann ich mir nicht gefallen lassen. Obwohl seine Aktion ja eher sehr lustig aussah. Wie er da auf den Knien gerutscht ist. Ist hier noch Tür oder so? Nee, hier geht's noch weiter nach oben. Hervorragende Auswahl des Teppichs, will ich nur mal meinen. Was schreibst du jetzt auf? Ein paar entweihte religiöse Gegenstände können mir die Kraft geben, die ich brauche. Okay, ich muss irgendwann entweihen, aber wie entweiht man? Ja, runterreißen. Das reicht aus? 1 von 7? Okay. Kann ich ein Bild auch wegschmeißen? Wir haben denn. Das ist so lustig, das verbesserte Jesusbild. Herunterwerfen, yay, Yeet. Die haben noch eben geleuchtet, da. Konzentrieren. Was passiert damit? Platzt das jetzt? Fällt das um? Ah, er schmeißt um! Ja, guckt. Er ist aber fröhlich. Ich erst von hier auch konzentrieren.
Okay. Hier haben wir ja noch mehr. Da muss ich wieder runter, okay. Ich gehe nochmal zurück. Jetzt weiß ich aber, nach ich suchen muss, macht das alles einfacher. Kann ich ein paar Bilder runterreißen oder so? Das kann ich nicht. So ein paar Bilder. Hallo? Ist das? Ah, das ist der Pfarrer, der uns erlösen wollte, exorzieren wollte. I'm Father Lagle of the Winter Hill Diocese, and we've come to offer a blessing for better days for this place. Okay, Mon. Ich kann das nicht mit irgendwas benutzen. Okay. Oh, hier. Ah, ein Töpfel. Aufnehmen. Herunterreißen. Eine Sache brauchen wir noch. Herunterwerfen. Jetzt haben wir alle 7 Dinger. Es hat auch irgendwie keinen von denen gestört, dass wir die Kirche kaputt machen. Oder halt das Zeug umwerfen oder abreißen. Wie ein Western. Ein Stand-off. So ein paar Kamerafahrten sind ja echt cool gemacht, aber manche Sachen sind halt echt nicht so. Sonderlich gut. Oh, hello, son. Anything I can do you for? Ah, jetzt merkst du erst, dass das Zeug unten liegt. Everything okay? Did you need something? So, the rumors are true. You are a demon of some kind. A demon sent from hell to torture the living. A beast that will bring. Einen besuchen, cooles Ernstchen. He will take thy wicked soul and. Du brennst, merkst du es nicht? Help me, Lord. I need you. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done. On earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread.
Es hat wunderbar funktioniert für deine Seite. Ich weiß ja nicht. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done. No, 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 please. Mach dir warme Gedanken. Schild auf die Kante. So, das war's. Fertig. Ich hätte jetzt auf einen Kampf oder sowas gehofft. Nee, ich habe mal irgendwie angeklickt. Aber dafür haben die Jump Run Teile drin. Das war cool mit dem Kampf. War halt nicht so einfach. Also am Ende vom ersten Teil mit dem Kampf war nicht so einfach, aber war ganz cool. Feuerbälle bei F und so. Das war total gut. Ja, weißt du, ich bin stark. Ich bin ein starker kleiner Junge. Ich kann Erwachsene tragen. Hm. Seems like it's not working. Maybe we're missing something. Er hat sein Schwert nicht. Jesus Christ. Was muss ich drehen? Das wird sein. jetzt habe ich auch die Pfeile verstanden, wegen Bogen. Jetzt geht das nächste Ding weg. Look, it's working. Ja, sie muss ein Karussell fahren. Fucking Christ, this shit's making my skin crawl. Verstehe ich, Kollege. Verstehe ich. I thought I was ready for this shit, but I guess once you see it with your own eyes. It all becomes much more real. Es ist auch noch keiner gefunden hat, dass jetzt zwei Typen da aufgetackert wurden. Ja, wahrscheinlich. Aber dann kann ich verstehen, dass er so betrunken rumwatschelt, dass er wahrscheinlich einfach die ganze Zeit hacke dicht, weil er es irgendwie nicht anders aushält. Kann ja irgendwo nachvollziehen. So, oder? Den gleichen Schlafanzug an wie ich. Es sieht auch aus wie ich. Also im Spiel. Was ist mit seinen Augen kaputt? Das hat er auch nicht gesagt, aber es ist so ähnlich gemeint. Das Gleichgewicht. Ah, jetzt kommt der, die Waage, der Arzt, der Richter? Ne, der Richter, die Waage, nicht der Arzt. Wie komme ich jetzt auf Arzt? Ja, schon eine Zeit her, jetzt haben wir einen weißen Bart. Schnell gealtert, der Mensch. He should be up by now. You awake? We have a busy day ahead of us. Na, schon weg. Ah, ne, steht hinter der Tür. Jesus! God damn it! Shit!
Ah, dann haben wir schon. Okay. Das schwarze Pferd. Das Gemälde zeigt ein, mir stellt eine Waage hält. Ich suche also noch jemanden, der Menschen. Ja, die Waage haben wir schon gefunden. Gehen wir uns hier mal anschauen. Oh, du willst noch was von uns? Was willst du von uns? Sorry about that. You scared me over there. I guess that might be a common problem for you, huh? Ja, wir sind ja so laut. Kann ich jetzt gehen? Brauchst du mich noch? Look, I need to head to the office. You could come along or just do whatever you feel like doing. However, I think we should figure out what our next objective is as soon as possible. So try and keep that in mind while you wreak havoc around the town. Ja, dann lass mich doch einfach gehen. And to be clear, that was just a joke. I think we should maintain a low profile as long as possible. I realize the bodies are starting to rack up, but so far I think we're very much getting away with murder here. Let's not throw that away just yet. Yeah, I better get going. Ja, dann auf, beweg dich. Can you clean up that spill in the room there before you leave? Du hast es gemacht, nicht ich. Anzünden scheint mir eine gute Option zu sein. So, weg. Kann ich jetzt gehen? Du machst den Dreck und ich muss ihn aufräumen. Sehe ich mir gar nicht ein. Ich zünde einfach alles an. Okay, ich will noch mal gucken. Wobei... Der Arzt wird wahrscheinlich der vierte sein. Aber ich habe seine Tasche noch nicht gesucht. Hat er auch noch was einstecken? Hallo? Würdest du? Da. Oh, spring hin! Junge! In ihm? Münze? Noch was? Nee, nur Münze. Ich kann hier den... Guck mal, was er mir jetzt sagt. Ich habe den ersten Deck nicht verstanden. Von Zeit zu Zeit wird er dich strafen und Rügen anketten, wird er dich für deine Lügen. Meine denn Dingen?